Moin und willkommen, meine Freunde, zu einem absoluten Topspiel hier in der EM Prediction auf meinem Kanal in FC24. Ich glaube, es ist bis dato das spannendste und geilste Spiel Spanien gegen Italien. Ich habe so richtig Bock, natürlich auch auf das Spiel in echt. Schreibt mir gerne mal eure Tipps, wie ihr denkt, dass das Spiel in echt ausgehen wird, unten in die Kommentare. Spanien hat ja sich echt stark durchgesetzt mit dem 3:0 gegen Kroatien. Italien hat da ein bisschen gestruggelt, hat sich das schnellste EM-Tor überhaupt eingefangen. Gegen Albanien konnten es allerdings dann doch noch, nicht mega souverän, aber relativ souverän noch drehen und haben mit 2:1 gewonnen. Und ich würde sagen, es gibt eigentlich überhaupt nicht mehr zum Rumreden oder Erzählen. Letzte Sache, lasst doch jetzt unten unbedingt noch ein fettes Abo und kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos bzw. Spiele mehr von dieser EM-Prediction auf meinem Kanal zu verpassen. Ja, und jetzt würde ich auch schon sagen, gebe ich ab an meine Kollegen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Euch viel Spaß mit dem echt geilen Spiel Spanien gegen Italien. Das andere Spiel von der Gruppe war ja das Eröffnungsspiel vom zweiten Spieltag. Verlinke ich euch jetzt mal rechts oben in der Infocard und bleibt bis zum Ende dran. Denn die Tabelle, wie sie aussehen würde laut dieser Prediction, gibt es am Ende von dem Video natürlich auch noch. So, jetzt gebe ich aber ab. Viel Spaß euch mit dem Game Spanien gegen Italien. Let's go. Willkommen in der Arena auf Schalke, liebe Fußballfans, dem Austragungsort unserer heutigen Partie. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt. An den Mikrofonen für Sie auch heute wieder Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Spanien gegen Italien. Aus meiner Sicht ein sehr... Pellegrini! Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Spanien spielt heute mit dieser Aufstellung. Unai Simon steht im Tor, Pedri steht mit Rodri im Zentrum und der einzige nominelle Angreifer ist Alvaro Morata. Das ist die heutige Aufstellung der Italiener. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Matteo Darmian spielt mit Alessandro Bastoni in der Abwehr. Jorginho steht mit Nicolò Barella im Mittelfeld. Und sie fangen hier mit drei Stürmern an. Ja, die Richtung ist klar. Sie wollen richtig offensiv spielen. Freistoß Spanien. Alvaro Morata mit dem Ball. Abgeblockt. Pellegrini. Jorginho. Vorteil jetzt für Italien. Di Marco. Geduldiger Aufbau. Ball bei Federico Chiesa. Schön geklärt. Ballverlust jetzt erstmal. Barella. Pellegrini. Jetzt läuft der Angriff über Pellegrini. Da haben sie die Chance. Italien muss mit 1:0 in Führung gehen, aber sie nutzen diese Chance nicht. Diese herausragende Chance. Ich glaube fast, da waren auch Nerven im Spiel. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Carvajal am Ball. Am Ball jetzt Alvaro Morata. Ich glaub's nicht. Wieder so knapp. Befreiungsschlag. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Vielleicht direkt der nächste Angriff. Sie versuchen es weiter. Eine Riesenchance. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Wir schauen auf die Wiederholung. Ja, wenn der so perfekt kommt, dann ist er nicht zu halten. Tolles Tor. Italien im Rückstand jetzt. Sie müssen kämpfen.
Alessandro Bastoni. Di Marco. Gute Aktion jetzt. Gute Aktion vom Torhüter. Hier jetzt nochmal die Wiederholung des Führungstreffers. Guter Pass jetzt. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade. Da ist die Hereingabe. Der Befreiungsschlag. Die Chance für den Konter. Rodrigo. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Jetzt ein Tor nach der Ecke und dann ist die Führung schon deutlich komfortabler. Und direkt die nächste Ecke. Euer Sabal. Zieht diesen Ball zurück. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Die Italiener über den Flügel. Es gibt Freistoß für Italien. Ball kommt rein. Und das war die erste Hälfte. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Spanien geht nun mit einer knappen Führung rein in die zweite Spielhälfte. Weiter geht's. Die Mitspieler bieten sich an. Alvaro Morata mit dem Ball. Am Ball Carvajal. Pedri, gute Parade, da hält er diesen Ball. Das war eng. Sie werden hier wechseln. Morata. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball.
Rodri. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Pedri ist das. Euer Sabal. Er lässt da überhaupt nichts zu bei diesem Angriff. Er spielt steil. Klasse gespielt, guter Steilpass. Den müssen sie machen. Da sind sie allein durch und dann versagen die Nerven. Boah, das war schon eine Riesenparade. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber wir sehen, der Druck ist da. Der Drang zum Tor ist da. Sie wollen den Ausgleich. Und der nächste Angriff läuft. Wird vielleicht die nächste Gelegenheit, sich hier auszuzeichnen. Da ist die Chance. Macht das ganz sicher. Barella. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Den Ball holt er, gut verteidigt. Jetzt könnte der Pass kommen. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Torres. Pedri. Morata. Euer Sabal. Chance zum Tor. Da passt der Torhüter auf. Schön, spielt den Pass. Könnte der Ausgleich werden. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Nochmal jetzt der Angriff. Es könnte vielleicht schon der letzte in diesem Spiel sein und gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Erstmal Gefahr bereinigt. Torres. Und es bleiben noch 5 Minuten. Ja, wird hier gut unterstützt. Das ist natürlich ein guter Pass. Eckball, gute Gelegenheit, den späten Ausgleich zu machen. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ecke kommt's. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Ja, da ist Platz jetzt. Hereingabe in die Mitte. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Parade ist gut, Parade ist richtig gut, aber dann schläft die Abwehr. Das müssen sie besser machen. Den Nachschuss darfst du so gar nicht erst zulassen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Am Ende heißt es hier Remis, wir haben den Schlusspfiff und auch wenn hier keiner gewinnen konnte, müssen wir schon sagen, das war ein gutes Spiel. Ja, und ich glaube, wenn es so eng ist, wenn beide so auf ähnlichem Niveau agieren, dann ist so ein Unentschieden am Ende auch gerecht. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi.
Und das war's also mit dem zweiten Spieltag aus Gruppe B und Italien mit den verdammt wichtigen Last-Minute-Treffern. Wenn man sich die erwarteten Tore und die Schüsse anschaut, geht dieses 1:1 auch auf jeden Fall in Ordnung. Gucken wir nochmal drauf. 90. Minute, erste diese große Chance liegen gelassen und dann macht Pellegrini aber einen verdammt wichtigen Treffer. Und warum der so wichtig ist, ich blende euch jetzt mal die Tabelle ein, wie sie laut unserer Prediction aussehen wird, und sie wird euch jetzt eingeblendet. Und ihr seht, Italien hat zwar nur einen Punkt, aber sonst hätten sie 0 und Spanien 6 Punkte. Und jetzt hat Italien es quasi eigentlich selber in der Hand, wirklich am letzten Spieltag gegen Kroatien. Denn es zählt ja dann der direkte Vergleich und dann wären sie schon mal mit einem Sieg vor Kroatien und sogar Albanien würden sie dann überholen. Beziehungsweise, wenn sie es hoch genug gewinnen, würden sie Spanien überholen, sollte Albanien die Überraschung schaffen. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber gut, wenn ihr den dritten Spieltag nicht verpassen wollt, lasst jetzt oben rechts unbedingt mal ein Abo da und links oben findet ihr die Playlist. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr das ein oder andere Spiel noch nicht gesehen habt. Das war's aber jetzt von meiner Seite. Haut rein, macht es gut und viel Spaß beim Gucken der anderen Videos. Ciao.